Bei einem Brand in diesem Haus in Spiekershausen hat am Freitag eine 83-jährige Frau eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Die gegen 15.30 Uhr alarmierte Feuerwehr brauchte etwa eine Dreiviertelstunde, bis sie das Feuer gelöscht hatte. Die Suche nach Brandnestern unterm Dach zog sich aber bis in den frühen Abend hin. Zu diesem Zeitpunkt wurde die verletzte Frau längst in einem Kasseler Krankenhaus behandelt, in das sie der Rettungshubschrauber aus Kassel geflogen hatte. Die Frau hatte bewusstlos im brennenden Obergeschoss gelegen, als Feuerwehrleute sie fanden. Dabei trugen sie schweres Atemschutzgerät. Gegen 18 Uhr rückten die Retter bis auf eine Brandwache ab. Über 60 Feuerwehrleute aus Stauffenberg waren im Einsatz gewesen. Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar. Das Haus wurde schwer beschädigt.